Wir sind heute bei dem Workshop Digitale Partizipation. Wir wollen einmal vor allem mit euch die Impulse besprechen. Also Christine und ich haben schon ein paar Erfahrungen gemacht, was digitale Partizipation angeht. Die Erfahrungen kommen daher, dass wir bei UNICEF Deutschland gemeinsam zusammengearbeitet haben und da eben mit Ehrenamtlichen viel gestaltet haben, gerade natürlich auch in der Corona-Pandemie und eben auch in unserem Ehrenamt ganz viel dazu gemacht haben. Genau, ich bin Lisa Wegst, wie gesagt, Regionalbeauftragte bei UNICEF Deutschland und war auch eine lange Zeit im Vorstand von Mensch, Mensch, Mensch e.V. Das ist der Verein, der die Seebrücke und Zusammenleben willkommen als Projekte unter sich hat. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe mir noch Verstärkung mitgebracht. Christine, vielleicht magst du auch noch mal 3 Sätze zu dir sagen, bevor wir den Überblick geben, was wir denn heute geplant haben. Genau, ich bin Christine Rüschenschmidt. Ich bin Projektkoordinatorin bei dochetwasbleibt.de. Das ist ein rein digitales, ehrenamtliches Projekt. Wir sind eine Plattform für trauernde Jugendliche und junge Erwachsene. Und sag mal, Kern unseres Angebots ist ein Trauerchat, der findet einmal die Woche statt. Das ist ein Gruppenchat und da komme ich bestimmt später nochmal drauf und kann euch da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und was ich aber auch noch mache, hauptberuflich bin ich beim Malteser Hilfsdienst in der Abteilung Ehrenamt auf Bundesebene und mache da Verbandsentwicklung und Personalentwicklung fürs Ehrenamt im Endeffekt. Genau, was wir heute mit euch machen wollen, ist, Lisa hat es schon gesagt, wir wollen euch so ein bisschen Ideen mal vorstellen, was wir für Erfahrungen gemacht haben und uns darüber auch mit euch austauschen. Und zwar wollen wir aber gerne erstmal starten mit der Frage, was ist überhaupt Partizipation? Weil, ja, einfach nochmal ganz kurz, ganz mini Worte dazu. Was ist das überhaupt? Und dann wollen wir starten mit Praxisbeispielen. Und da haben wir verschiedene Beispiele mitgebracht, verschiedene Settings, verschiedene Gruppen und verschiedene Formate. Das heißt, vom Beirat über Digitalcamp bis hin zu Supervision und dem, genau, Trauerchat, wo ich auch dabei bin. Und danach wollen wir uns gerne mit euch austauschen. Das heißt, gerne von euch hören. Was macht ihr? Was sind eure Fragen? Wo habt ihr auch Ideen und Impulse? Also genau, einfach in den Austausch miteinander gehen. Und abschließend dann auch nochmal unser Best-of-Tipps und Tricks mit euch teilen, was wir sozusagen als Do's und Don'ts, vor allem die Do's, identifiziert haben. Genau, und dann starten wir aber erstmal mit einer kleinen Umfrage. Zwei sogar. Toll. Das heißt, viel Elan wahrscheinlich schon. Dann ist die nächste Frage: Welche Erfahrungen habt ihr mit Partizipation in der digitalen Welt gemacht? Da gerne auch reinschreiben, wie hier sowas wie Workshops, Vereinssitzungen, Perspektivwechsel. Manche haben gute Erfahrungen gemacht, eine Person noch weniger Erfahrungen. Es gibt ja auch schon mal ein ganz gutes Bild dazu ab, wer so der Teilnehmendenkreis heute ist. Planung einer Spielstraße hört sich auch spannend an, Co-Creation. Digitale Gremiensitzungen, Workshop-Sitzungen an der Uni. Wenn es gut begleitet wird, zielführend, effizient und transparenzsteigernd. Auch schon mal quasi ein Learning, was wir hier rauslesen. Zusammenarbeit an Projekten, Ausstellungen und Programmen und Zusammenarbeit an Beschlüssen, Gremiensitzungen nochmal, Fortbildung im Rahmen, Lernen durch Engagement und die Voraussetzungen abzugleichen und befähigen ist grundlegend. Ja. Sehr schön. Das Super. sind ja schon mal ganz gute Einblicke an dieser Stelle. Das heißt, es gibt auch schon sehr unterschiedliche Erfahrungen zum Thema Partizipation. Und oder beziehungsweise eben auch auf digitaler Ebene, beziehungsweise auch auf analoger Ebene. Nichtsdestotrotz, um sicherzugehen, dass wir alle von der gleichen Basis sprechen und wissen, was meinen wir eigentlich mit Partizipation? Christine gibt uns da nochmal ein paar Einführungen. Genau, wir haben gedacht, eigentlich ist es ganz gut, nochmal zu starten mit der Frage, was ist Partizipation? Ich habe gerade festgestellt, dass das Bild sehr unscharf ist. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem einigermaßen erkennen. Weil, ja, genau, also Partizipation ist ja im Endeffekt oft synonym benutzt mit Beteiligung oder Teilhabe.
Und man kann aber, glaube ich, oder was für uns gleich auch wichtig ist, zu sagen, es gibt ja nicht nur eine Form der Partizipation, sondern es gibt halt diese Stufen und Abstufungen und unterschiedliche Ansätze sozusagen, Formen der Partizipation. Das startet mit Vorstufen der Partizipation, wo Leute im Grunde informiert werden oder mal ihre Beiträge einbringen können und geht dann hin über die richtige, das war jetzt wertend, Entschuldigung, aber über gelebte Partizipation in dem Sinne, dass Entscheidungen mitgestaltet werden können oder aber sogar ganz quasi übernommen werden. Das heißt, die Entscheidungsfreiheit kann da komplett ausgeübt werden. Das immer einfach nochmal im Hinterkopf zu haben, ist, glaube ich, ganz spannend für das, was wir jetzt mit euch machen wollen, weil natürlich je nachdem, was für eine Art der Partizipation ihr da durchführt oder je nachdem, welchen Grad der Partizipation ihr da als Ziel habt, so anders müsst ihr natürlich angehen oder das Format angehen und auch den Rahmen stecken, in dem ihr euch bewegt. Und wir starten mal mit einem Beispiel und zwar der Gremienarbeit. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wir starten mit dem Digitalcamp, ne? Sorry, wir starten mit dem Digitalcamp. Genau, wir starten einmal mit dem Digitalcamp. Und das Digitalcamp haben wir durchgeführt zu Beginn von Corona, da angelehnt an den Hackathon, der ja auch von der Bundesregierung durchgeführt worden ist. Es gab quasi einen großen Rahmen, 36-Stunden-Format war es gewesen. Wir hatten eine sehr unterschiedliche Zielgruppe gehabt. Wir haben einfach alle Engagierten angeschrieben, die wir haben in unserem Pool. Das heißt, die Teilnehmenden waren zwischen 18 und 85 Jahre alt, also ein sehr großer Altersunterschied. Und bei der Einladung war eben auch schon wichtig zu formulieren, was ist denn das gemeinsame Ziel? Und beim Digitalcamp, wie auch beim Hackathon damals, war es halt eben gewesen, dass man gesagt hat, wir haben hier eine neue Herausforderung. Es war halt eben damals Corona gewesen und wir wollen gemeinsam mit euch überlegen, wie kann denn eine Lösung aussehen? Und somit konnte alle Personen selber entscheiden, ob sie halt eben dran teilnehmen wollen oder nicht. Wir hatten dann im Endeffekt ungefähr 150 Teilnehmenden gehabt, wie gesagt, aus den unterschiedlichsten Altersgruppen und aber auch Zielgruppen, also im Sinne von auch, wo sie sich engagieren und wie sie sich engagieren. Spannend bei so einem Digitalcamp ist eben, dass die Hauptarbeit über selbstorganisiertes Arbeiten geht. Das heißt, dass man da ja gar nicht unbedingt den Rahmen vorgibt, sondern eben die Teilnehmenden sich selber überlegen, wie wollen sie zusammenkommen. Entweder halt eben über Zoom, den wir bereitgestellt haben, über das Slack-Programm oder halt eben auch über das Telefon, je nachdem, was für die sehr gut funktioniert oder halt eben auch nicht funktioniert. Und die Gruppen haben sich dann so zusammengefunden, dass die immer ein Hauptthema hatten, was eben eine Entwicklung der Lösung dann fördern könnte und dann quasi nach Interessen sich selber zusammengeschaltet haben. Es gab immer Hauptsessions zwischendurch, wo wir alle zusammengekommen sind, um zu gucken, wo stehen wir denn gerade eigentlich? Und dann konnten die Teilnehmenden sich in den Gruppen gemeinsam was überlegen. Und die beratenden Personen waren quasi immer im Hintergrund da, entweder um bei der Entwicklung der Lösung zu helfen oder halt eben auch bei technischen Fragen zu unterstützen. Wenn du nochmal eins weitermachst. Genau, wie eben gesagt, haben wir unterschiedliche Techniken benutzt. Das war auch ganz schön, weil dann halt eben auch bei den Techniken die unterschiedlichen Teilnehmenden sich gegenseitig unterstützt haben. Also, dass dann eben die Studierenden zum Beispiel der 80-Jährigen auch erklärt haben, wie denn eigentlich Slack funktioniert und eben sich da auch dann die Zeit genommen haben. Das heißt, auch hier haben wir einfach auf die Gruppe vertraut, dass die quasi sich selbst organisieren und das gut hinbekommen. Was aber natürlich wichtig war, war eben Diversität der Gruppe zu beachten. Das heißt, wir haben im Vorfeld auch die Teilnehmenden unterstützt, zu sagen, wenn es bei Zoom Schwierigkeiten gibt, gerne im Vorfeld melden, dann führen wir da einmal durch. Beim Wording muss man immer sehr aufpassen, also wie bezeichnet man die Sachen, wenn man eben von einem Browserverlauf spricht, kann das nicht unbedingt immer alle verstehen, sondern man muss dann halt eben auch nochmal andere Begrifflichkeiten finden, um die Teilnehmenden abzuholen. Gleichzeitig muss man aber auch darauf achten, dass es halt eben auch für, wenn wir beim Thema Technik sind, auch für die jüngeren Engagierten dann halt eben spannend ist, dass die halt eben auch gut abgeholt werden. Dann eben, was ein
was war daran jetzt Partizipation gewesen? Es war halt vor allem diese Freiräume für Selbstverantwortung, aber halt eben auch mit dem klaren Ziel hinterher zivilgesellschaftlich eigenaktiv zu werden. Das sind sozusagen die zwei Ziele, die dann mit erfüllt worden sind aus Sicht der Partizipation. Genau, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Praxisbeispiel. Genau, also wenn ihr Fragen habt, schreibt die immer gerne in den Chat schon oder wir haben ja gleich auch noch Zeit, uns dazu auszutauschen. Aber das nächste Praxisbeispiel, was wir euch nochmal mitgebracht haben, ist die Beiratsarbeit. Und genau, eben hat schon jemand bei Mentimeter geschrieben, Gremiumsarbeit ist, glaube ich, oder Vorstandssitzung, das sind gängige Dinge, die man so macht, aber auch die Betreuung des Beirats, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass das viele von euch einfach machen. Ich glaube, wichtig für mich grundsätzlich ist nochmal zu sagen, so wie ich den Beirat verstehe oder die Beiräte, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, das war sowohl bei UNICEF als auch bei Malteser Hilfsdienst jetzt, sind Beratungsgremien. Das heißt, es ist, es ist schon Partizipation. Die Mitglieder können an Entscheidungen mitwirken, aber halt, es ist eine Beratung zu Themen. Und gerade in meiner Erfahrung im Unterschied zu digitalem und Präsenz ist, dass Beratung immer gut vorbereitet werden muss. Das hat jemand auch eben geschrieben. Man muss es intensiv vorbereiten. Man muss es sehr zielgerichtet machen. Das heißt, im digitalen Raum ist es auch super wichtig, dass wir eine zielgerichtete Beratung haben. Wo soll es hingehen? Was genau will ich wissen? Was will ich beraten haben? Weil ich vermute, die Erfahrung habt ihr auch. Solche Gremien neigen auch dazu, viel zu diskutieren, zu reden. Und dann ist es aber immer wichtig, diesen Twist hinzukriegen zwischen, wir tauschen uns aus, wir diskutieren, aber jetzt müssen wir irgendwann auch eine Entscheidung treffen. Und dazu haben wir viele Tools, die man gut nutzen kann und die wir euch da auch quasi empfehlen würden. Das Schöne an einem Beirat ist, um nochmal einen Schritt zurückzumachen, dass ein Beiratsgremium ja über längere Zeitraum besteht. Die kommen nicht nur einmal zusammen, sondern die kommen über einen langen Zeitraum zusammen, zwischen 2 bis 4 Jahren beispielsweise. Das heißt, wenn man digital mit denen arbeitet, kann man auch richtig gut Tools einführen. Und da würde ich euch als ein Learning oder eine Empfehlung einfach sagen, sind Kollaborationsplattformen richtig gut. Das kann beispielsweise Conference und Jira sein oder aber Teams. Damit arbeiten ja jetzt auch viele. Und da kann man direkt drin arbeiten, Themen miteinander erarbeiten, Texte erarbeiten, Vorschläge kommentieren. Und das mit denen zu machen, ist total hilfreich. Aber, und da sind wir jetzt wieder bei einem Schritt zurück, ist unsere Erfahrung, das muss gut eingeführt werden. Und bei einem Gremium, was sich über so einen langen Zeitraum trifft, lohnt sich das tatsächlich auch. Also auch mal die Zeit zu nehmen, zu sagen, wir machen jetzt eine Schulung für diese Tools, für Confluence, für Jira. Das sind ja auch, weiß nicht, wer damit schon gearbeitet hat, das sind das ist auch von Microsoft, ne? Aber egal, da kann man halt gemeinsam an Texten schreiben, da kann man direkt alles sehen, was die anderen schreiben. Das Gleiche ist wie bei Teams, da kann man ja auch super viel ablegen, reinmachen und da einen Ort zu haben, wo man das wirklich kontinuierlich miteinander austauschen und aufbauen kann, ist total hilfreich. Und so kann man sich nämlich dazu verabreden, zwischen Treffen zu arbeiten und halt auch nicht nur die Treffen digital, also digitales Arbeiten machen, sondern auch in der Zwischenzeit digital miteinander arbeiten. Genau. Also quasi bei den Gremien ist es kurz und knapp gemacht. Ihr merkt, es machen hier eine kurze Zusammenfassung unserer Tipps und Tricks. Es ist nicht viel Zeit, ist aber einfach ganz klar, ihr braucht ein klares Ziel, ihr braucht einen klaren Rahmen. Was wollt ihr mit denen besprechen? Worauf wollt ihr hinaus? Und das muss richtig gut strukturiert sein. Das heißt, da kann man richtig, das ist meine Learning, würde ich mal so sagen. Dann haben wir das nächste Beispiel einmal mitgebracht, und zwar Supervision. Es wurde gerade noch in den Chat auch mit reingeschrieben, dass es eben auch viel Disziplin erfordert aller Beteiligten. Das ist genau das, was wir eben auch mit klares Ziel, klare Auswahl der Methoden und eben klarem Rahmen auch mit definieren oder meinen. Also es muss halt wirklich gut vorbereitet sein, sowas, um das gut gestalten zu können. Als nächstes Beispiel haben wir die Supervision mitgebracht, und viele kennen ja auch wahrscheinlich die Supervision. Das wird ja immer angeleitet eben auch
Und normalerweise trifft man sich im analogen Raum und bespricht dann halt eben als Team, als Gruppe eine Fragestellung, eine gemeinsame, eben durch externe Anleitung. Und das hat natürlich in der Corona-Zeit auch wenig funktioniert, dass man sich analog treffen konnte. Deswegen wurde auch das hier und dort in den digitalen Raum übertragen. Und da ist eben total wichtig zu gucken, was braucht denn die Gruppe und wo steht die Gruppe? Also auch da wieder ganz klar zu schauen, was kann die Gruppe technisch leisten, dass man nicht allein schon mit der Technik die Menschen überfordert und sie dann sich gar nicht richtig auf die Supervision einlassen können. Wie kann man aber auch den Raum so gestalten, dass die Menschen sich wohlfühlen und miteinander ins Gespräch kommen? Also weil darum geht es ja auch in der Supervision, dass es halt eben nicht nur ein Monolog gehalten wird, sondern man gemeinsam miteinander spricht. Und da kann ich vielleicht aus unserer Praxis nochmal berichten. Also ihr seht jetzt auf den Bildern nämlich uns vom Trauerchat von dochetwasbleibt.de. Ich habe ja eben schon gesagt, wir sind ein rein digitales Projekt. Das heißt, wir machen ein Chat-Angebot. Wir machen einen Gruppenchat, den wir begleiten als Ehrenamtliche. Das heißt, wir machen das von zu Hause und wir sehen uns dabei nicht. Das heißt, die ganze Organisation unseres Projektes findet in dem oder das Engagement findet digital statt. Und eigentlich und dafür, damit wir das gut machen können, ist es aber total wichtig, dass wir uns einmal im Monat halt austauschen. Und das machen wir bei dieser besagten Supervision. Und wir machen da im Endeffekt zwei Themenblöcke, die wir immer so streifen. Ist einmal die Fallbesprechung. Da sprechen wir darüber, wie gehen wir mit gewissen Situationen um. Und wir treffen, und das ist, glaube ich, sozusagen das Partizipative daran, wir treffen alle Entscheidungen, die das Projekt betreffen, gemeinsam in diesen Supervisionen. Vor Corona haben wir die immer präsent gemacht, weil ich glaube, das ist halt auch ein Learning, auch nochmal zu sagen, man kann nicht sämtliche Interaktion digital übersetzen. Das funktioniert nicht immer. Für diese vertrauensvolle Arbeit, die wir da im Chat miteinander machen, müssen wir uns sehr gut kennen. Das heißt, eigentlich ist es total wichtig, dass wir uns auch ab und zu mal live sehen. Damit das aber nicht total eingebrochen ist, machen wir halt die Supervision jetzt digital, gucken aber dann, wenn jetzt die Zahlen immer besser sind, dass wir es auch wieder präsent machen. Aber zukünftig wollen wir da auf jeden Fall einen guten Mix einhalten, weil das ist jetzt eine Randnotiz, es ist für uns tatsächlich sehr aufwendig. Wir wohnen alle in Köln und die Supervision findet in Bergheim statt. Das ist ungefähr eine Stunde, die wir immer mit dem Auto dahin und zurückfahren, oder mit der Bahn. Das macht nicht so viel Spaß. Deswegen wollen wir zukünftig da eine Mischung haben. Eine ganz gute Frage, die hier reingekommen ist, und zwar, welche Entscheidungen werden denn in der Supervision getroffen? Strategische Entscheidungen oder von welchen Entscheidungen sprichst du da? Ja, das sind vor allem strategische Entscheidungen. Das war jetzt ganz pragmatisch mal als Beispiel zu nennen. Das Projekt gibt es jetzt seit 12 Jahren. Wir haben eine Chat-Software genutzt, die eine Open Source gewesen ist. Die ist 12 Jahre alt gewesen und seit einem Dreivierteljahr wird uns gesagt, dass diese Software bald nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir mussten uns im Endeffekt selbst organisieren. Was machen wir denn jetzt? Wo finden, wie gehen wir vor? Wer übernimmt die Aufgaben, nach einer Software zu suchen? Und welche Anforderungen haben wir? Und all das zu sammeln und zu bündeln, das ist halt, also ich sag mal, das ist nicht die alltägliche Arbeit, die wir sonst machen. Das ist auch nicht das Engagement, für das wir uns eigentlich gemeldet haben. Und deswegen organisieren wir das genau in diesen Supervisionen. Das und da zum Beispiel, also jetzt auch noch mal anderes, wir haben uns überlegt, wir wollen gerne einen Instagram-Account machen. Das haben wir auch überlegt, wie wir das machen. Das sind dann so unsere konzeptionellen Sachen. Und da kann ich quasi noch das eine berichten, ist nämlich, dass wir im letzten Jahr hatten wir eine andere Supervisorin, als wir in diesem Jahr hatten. Die haben wir bekommen vor Corona. Und dann mussten wir aber ziemlich schnell ins Digitale wechseln. Und das war eine ich weiß jetzt nicht, man kann es nicht aufs Alter schieben, aber sie hat sich in diesem digitalen Setting überhaupt nicht wohlgefühlt. Und das war für uns total schwierig, weil sie uns überhaupt nicht anleiten konnte. Sie hat uns keine Sicherheit geben können. Sie konnte uns eigentlich, sage ich mal, nicht gut helfen, Entscheidungen zu treffen, was dazu geführt hat, dass wir irgendwann angefangen haben, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen und selber Sachen reinzubringen. Seit Anfang des Jahres haben wir einen super Supervisor, der total fit ist im Digitalen, der fühlt sich total wohl mit Zoom und der bringt total viele schöne Methoden mit. Das heißt, um das mal beispielhaft zu sagen, wir
bringen einen Fall ein, eine Geschichte, die uns vielleicht beschäftigt hat, und dann sprechen wir darüber und dann fragt er uns ganz konkret, okay, wenn wir jetzt alle mal überlegen, wie zufrieden sind wir da mit unserer eigenen Leistung? Also manchmal muss man ja bewerten, bin ich zufrieden mit dem, wie ich mich verhalten habe oder was wir dann geschrieben haben vor allem. Und dann machen wir Selbsteinschätzung und er sagt 1, 2, 3 und dann halten wir Finger hoch. Und er guckt, okay, wie ist unser Durchschnitt? Wer ist total zufrieden? Wer ist weniger zufrieden? Also ein Finger heißt, ich bin ganz wenig zufrieden. 10 Finger heißt, ich habe das super gelöst. Und das sind so ganz kleine Momente, die er, also Methoden, die er nutzt, um uns ganz aktiv wirklich zu helfen und alle einzubeziehen. Weil ansonsten haben wir das auch, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, dann macht man immer so Runden und jetzt erzählt nochmal jeder, was er dazu denkt. Aber mit so kleinen Abfragen können wir alle uns einbringen und unsere Gedanken teilen. Und er schafft es auch, und das ist sozusagen jetzt ein gutes Beispiel, was man auch anders anwenden kann, uns immer wieder zu guten Lösungen zu holen. Weil ich habe es ja eben schon beim Beirat gesagt, ich glaube, man neigt dazu, viel zu erzählen, gerade in solchen Runden. Es ist gut, wenn man dann irgendwann wieder gebremst wird und jemand sagt, so, und jetzt kommen wir nochmal zur Lösung, oder jetzt haben wir ja irgendwie schon eine halbe Stunde darüber geredet, jetzt fassen wir alle nochmal zusammen. Und da ist mein Favorit, dass er jetzt ein paar Mal gemacht hat, dass wir mit einem Satz sagen sollen, also der Satzanfang ist, ich gebe uns den guten Rat, und dann sagen wir alle, eine quasi Quintessenz aus dem, was wir gerade besprochen haben, was ich jetzt mitnehme. Und das sind so Kleinigkeiten, wo er es schafft, uns sehr auf den Punkt zu lenken, wie es gemacht werden soll oder wie wir genau eine Lösung finden für das, was wir machen wollen. Genau, deswegen ist da sozusagen, finde ich, das Gute für solche Runden zu sagen, da ist halt wirklich auch die Ad-Hoc im Petto ganz viele tolle Methoden haben, total gut, und sich mit dem Medium wohlzufühlen. Und ich glaube, das ist ja für viele digitale Angebote ist auch, dass man selber sich ja wohl damit fühlen muss und das Gefühl hat, man ist da kompetent ist das falsche Wort, aber man ist, lässt sich nicht davon abschrecken, wenn mal hier die Technik gerade nicht funktioniert. Genau. So, dann haben wir euch noch ein Beispiel mitgebracht, und das ist nämlich auch jetzt nochmal grundsätzlich der Chat, von dem ich gerade schon berichtet habe, von der Supervision. Das ist eine Plattform für Jugendliche und junge Erwachsene, und was, glaube ich, hier einmal vorweg zu sagen ist, dass wir da in dem Sinne keine Partizipation haben, dass wir unsere Userinnen in Entscheidungen mit einbeziehen, sondern wir haben eine Vorstufe der Partizipation, in der es möglich ist, dass Jugendliche und junge Erwachsene ihre Lebenswelt mit einbringen, ihre Perspektive. Das heißt, wir geben den bewussten Raum, wo sie sich austauschen können, wo sie sich einbringen können. Das Besondere an dem Chat ist, würde ich jetzt einmal sagen, für uns in der Zusammenarbeit damit, dass alles, was jemand schreibt, dass da sehr viel Interpretationsspielraum ist. Das heißt, wir bekommen ja nur einen Ausschnitt mit. Wir haben keine Körpersprache, keine Stimme, keine Stimmung. Wir müssen in alles rein interpretieren und sehr viel nachfragen, was bedeutet das? Genau. Und da würde ich einmal sagen, ist es für uns wichtig, auch da haben wir einen sehr definierten Rahmen. Und in dem Sinne, ne, wie gesagt, es ist keine vollständige Partizipation, es ist ein Angebot, Sie können sich einbringen, aber im Endeffekt gestalten Sie keine Entscheidung mit, sondern wir nehmen vielleicht Ihre Lebensweltexpertise und schauen uns an, okay, was hat gut geklappt, was nicht, und arbeiten damit weiter, damit dem nächsten Mal der Raum wieder gestaltet werden kann. Aber Sie können den Raum, diesen digitalen Raum selber gestalten. Genau, das war ein, ich sag mal, Kurzritt durch unsere Beispiele, oder Lisa? Ja, das war es auf jeden Fall. Also ihr seht, wir haben versucht, möglichst vielfältige Beispiele mitzubringen, um einmal aufzuzeigen, wie kann man denn eigentlich auch digitale Partizipation leben. Es muss nicht immer nur in die eine Richtung gehen, sondern es kann halt eben auch sehr, sehr unterschiedlich sein und kommt halt immer total darauf an, was möchte man denn eigentlich erreichen, auch mit der Gruppe, und wer ist die Gruppe eigentlich. Wir wollen jetzt ganz gerne, bevor wir nochmal dann sozusagen auf die Tipps und Tricks schauen, die wir hier an den Wolken nebenbei schon immer zusammengefasst haben, einfach mal hören, was habt ihr denn so mitgebracht für Ideen oder auch für Erfahrungen schon? Gibt es etwas, wo ihr sagt, da würden wir uns gerne zu austauschen, oder würden wir einfach vielleicht auch gerne mal besprechen? Kann man das so machen? Ist das ein kluger Ansatz?
Vielleicht habt ihr auch schon was ausprobiert und sagt, das hat überhaupt nicht geklappt. Das wäre auch nochmal spannend, weil auch daraus lernt man ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir so mitgenommen haben. Man kann immer alles ausprobieren und im besten Fall läuft es gut. Und dann kann man sich auf die Schulter klopfen. Wenn es aber nicht funktioniert, kann man sich auch auf die Schulter klopfen, weil dann ist man beim nächsten Mal einfach schlauer. Also genau diese Sorge vor der Technik oder oh Gott, was mache ich, wenn etwas nicht funktioniert, die muss man halt eben versuchen, ein bisschen abzulegen. Vielleicht einfach noch mal mit einem Learning von mir starten oder einer Geschichte, Anekdote, wo ich im Nachhinein sagen würde, das war ganz schön dämlich. Und zwar wurden wir eingeladen, dass wir unseren Trauerchat der Hospizbewegung jetzt im Nordrhein-Westfalen, Münsterland vorstellen. Die wollten gerne wissen, was wir da machen, ob sie das auch bei sich machen könnten. Das heißt, wir sind da quasi hin. Das war tatsächlich ein Präsenzworkshop und haben uns da hingesetzt und denen den Chat vorgestellt und ungefähr nach einer halben Stunde begriffen, dass da lauter 85-Jährige vor uns sitzen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was ein Chat ist. Und wenn wir immer davon geredet haben, was sind unsere Userinnen und unsere User, die haben das überhaupt nicht verstanden. Und die waren aber zum Glück so agil und interessiert, dass die einfach konsequent gefragt haben. Das heißt, wir hatten da auch totales Glück, dass wir ein gutes Gegenüber hatten, die ja bereit waren, mit uns da hinzukommen, dass wir auf einer Kommunikationsebene sind, weil da haben wir irgendwie gar nicht dran gedacht und die haben es halt nicht verstanden. Und dann haben wir am Ende uns aber sehr gut verstanden, denen alles gezeigt und ich glaube, sie hatten viel Spaß und wir waren sehr, sehr lange da, haben sehr lange mit denen geredet. Also das ist mein Learning, das war eine Situation, da hat Digitalisierung nicht funktioniert oder die Kommunikation darüber. Ja, dann Anne, bitte. Ja, danke. Vielleicht ja eine Frage oder eine Einschätzung von euch vielleicht. Wenn ich jetzt so abgesehen von Methoden für Partizipation weiterdenke, wie kann Partizipation auch eine Möglichkeit sein, Engagement zu stärken? Vielleicht auch in Bereichen, wo das schwierig ist. Ich denke an ländliche Regionen, wo alles vielleicht ein bisschen weiter verstreut ist. Habt ihr da Erfahrungen, wie so partizipative Möglichkeiten dazu beitragen können, hier Engagement und Ehrenamt vielleicht wieder auf ein anderes Level zu heben, auf eine andere Stufe zu bringen, Communities aufzubauen oder ähnliches? Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen. Ja, sehr gerne. Ich kann ja einfach mal kurz beginnen, Christine, und dann ergänzt du mich einfach. Mhm. Also zum Beispiel beim Digitalcamp haben wir festgestellt, dass eben bei diesen 140 Teilnehmenden auch manche dabei waren, die vorher nicht so stark engagiert waren und einfach mal reinschauen wollten, was passiert denn da jetzt, weil das war was ganz Neues und dann dadurch interessiert waren. Und dadurch, dass sie dann selber was entwickelt haben und ihre Idee präsentiert haben, natürlich nochmal eine ganz andere Verbindung bekommen haben zu Aktion und zu der Organisation auch. Das heißt, hier gab es auf jeden Fall nochmal einen Schwung in die Richtung Engagement zu stärken. Und was halt eben auch schön war, dass halt eben auch die verschiedenen Generationen nochmal stärker miteinander gearbeitet haben und dadurch halt eben auch die unterschiedlichen Methoden, wie jetzt halt eben Slack oder halt eben auch Zoom-Programme, nochmal verstärkt genutzt worden sind, was wiederum dazu helfen kann, dass Menschen, die sonst zu einer Sitzung oder zu einem Treffen eine Stunde fahren müssen, weil sie aus dem ländlichen Raum kommen, halt eben bei analog eher ausgeschlossen werden, weil sie sagen, eine Stunde hinfahren ist mir ein bisschen zu viel für eine Stunde Sitzung. Wenn man es aber digital halt eben macht und ich damit schon gute Erfahrungen gemacht habe, dann kann ich mich halt eben auch stärker einbringen und dann habe ich halt eben nicht diesen hohen Zeitaufwand. Und das heißt, da hat die Bindung natürlich auch funktioniert. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch für Menschen, die sich mit dem Digitalen nicht sicher fühlen und wohlfühlen, kann das halt eben auch sein, dass die sich halt eben zurückziehen in diesem Moment. Das heißt, optimal wäre es natürlich, wenn man halt eben zukünftig, wenn es wieder möglich ist, beides anwenden könnte. Also sowohl Präsenz als halt eben auch digital, dass man halt eben alle abholen kann, wo sie stehen. Genau, das ist passt ja, also ich glaube, da kann ich gar nicht viel ergänzen, außer dass ich ja, glaube ich, eben schon gesagt habe, dass wir sind alle sehr städtisch hier in Köln, aber unsere Supervision ist sehr
sehr ländlich, bei uns ist es quasi eher andersrum, aber auch da diese Mischung aus, wir machen es in Präsenz und digital. Ich glaube, es hat viele Möglichkeiten, aber gerade im Ehrenamt, ich vermute mal, Anne, das kennst du auch, aber es ist ja auch viel mit persönlichen Kontakten, also das Ehrenamt sich auch viel davon trägt, dass man sich da wohlfühlt, dass man in einer Gemeinschaft ist und dass es daher auch gut, also wichtig ist, einfach da die Balance zu haben, dass man beides anbietet, dass manche Sachen einfach auch schön sind in Präsenz einfach, ne? Also das Quatschen manchmal ist super und sich dann aber für ein Arbeitstreffen digital treffen, finde ich, ist auch total super. Und deswegen, glaube ich, hat es viele Chancen, aber muss man irgendwie auch in einer Mischung machen, die gut funktioniert. Julia. Ich wollte noch von einem Learning berichten. Es geht tatsächlich nur, also was heißt nur, es ist ein internes Format bei uns gewesen. Wir haben verschiedene Standorte und es gibt ein Format, da berichtet immer die Geschäftsleitung und das hat Hybrid eigentlich stattgefunden. Also für den großen Standort, den zentralen, waren die Mitarbeiter vor Ort und haben die Geschäftsführung live gesehen und die Standorte waren immer dazugeschaltet. Und aufgrund der Corona-Bedingungen natürlich waren wir auf einmal alle digital zugeschaltet. Und es war eine totale Veränderung, weil auf einmal alle gleichberechtigt teilnehmen konnten. Sonst hatte man immer eine Zwischenstation sozusagen, die von außerhalb mussten vor Ort einen Sprecher haben, der zum Beispiel irgendeine Frage formuliert, sie dran nimmt, während die vor Ort sozusagen selbst ihre Hand sichtbar heben konnten und vom Sprecher drangenommen werden konnten. Es war nur sowas, so eine kleine Umstellung, aber im Endeffekt sind jetzt quasi alle Mitarbeitenden gleichberechtigt Teilnehmer an diesem Format. So, ne? Also das hat schon was verändert. Genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde, Hybrid tatsächlich ist eine große Herausforderung, weil es auch technisch oft einfach total schwierig ist, genau das nämlich hinzubekommen, dass alle gleichberechtigt sind, dass alle alles gut verstehen und man auch gerade, wenn sich dann jemand vor Ort dann doch nochmal zu Wort meldet, dass da nicht die Hälfte verloren geht aufgrund der schlechten Verbindung, ne? Genau, oder es war auch mal der Fall, dass die Standorte aufgrund irgendwelcher Übersetzungsprobleme vor Ort sozusagen der Technik die 2 Minuten am Anfang nicht mitbekommen haben. Und wir kamen dazu und es der Einstieg war schon gelaufen. Das war total verrückt einfach, ne? Man hat sich so abgehängt gefühlt. Also das ist so ein kleiner Insight quasi. Dankeschön. Erik. Ja, hallo. Ich wollte auch nochmal auf das Thema Hybridität kommen. Es wurde heute Morgen, glaube ich, im Panel auch gesagt, das sei irgendwie die Herausforderung eigentlich jetzt. Meine Erfahrung ist, dass wir über verschiedene Formate, will ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, ganz neue Leute gewonnen haben. Also auch die, die sonst nicht auftauchen bei irgendwelchen Präsenzveranstaltungen. Gleichzeitig gibt es auch die Erfahrung, dass wir andere nicht mehr haben. Also sozusagen, das hörte sich gerade ein bisschen so an bei euch, bei euren Beispielen, als wenn das sozusagen harmonisch zusammenginge. Meine Erfahrung ist jedenfalls teilweise, ich will es jetzt gar nicht schlecht reden oder was, aber das, was man neue Personenkreise gewinnt, die jetzt aus räumlichen Gründen und sonstigen Dingen, was auch immer, vielleicht sind die Hürden dann auch geringer für manche, einfach da sich reinzuklicken und dann auch schnell wieder rauszukommen. Wenn ich einmal im Raum sitze, dann kann ich mich nicht so schnell abseilen. Das ist einfach so. Und mal abgesehen jetzt von diesen ganzen anderen Fragen. Aber ist das tatsächlich so, dass wir da nicht eine Lösung für alle haben, sondern dass wir schon wahrscheinlich differenziert weiterhin gucken müssen und bei aller Freude über die Möglichkeiten, die anderen sozusagen, die da irgendwie entweder mit fremdeln oder sonst wie Probleme damit haben, was weiß ich jetzt, dass wir die aber auch nicht verlieren wollen, also gerade im Engagement nicht. Also. Ja, ich denke, das ist genau die Herausforderung, die da so in Zukunft auf uns zukommen wird, auf alle, die mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, dass man eben sagen muss, wie gesagt, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Also was ist das Ziel? Und dann muss man abwägen, ist das, wenn das Ziel es zulässt oder die Zielgruppe eben, sage ich jetzt einfach mal, vor allem Studierende sind, die technikaffin sind, die Zoom schon häufig benutzt haben, dann kann vielleicht das Digitale eine gute Möglichkeit sein. Wenn aber das Ziel ist, man möchte Beziehungen schaffen untereinander, unter den Teilnehmenden, dann muss man wahrscheinlich überlegen, es doch lieber präsent stattfinden zu lassen, weil Beziehungsebenen aufbauen halt eben präsent besser funktioniert.
Und ich glaube, die Herausforderung oder was man sich halt eben so aneignen muss, ist halt diese klare Zieldefinition zu machen. Nicht nur einfach ein Workshop des Workshops Willens oder eine Veranstaltung, sondern sagen, was möchte ich denn tun und welche Form ist denn das Richtige für mich und für die Teilnehmenden dann? Was mir da auch noch in den Sinn kommt, ist, glaube ich, dass das geht auch mit, ob es Beziehungsaufbau oder Inhalt eher ist. Das eine war ja, oder das, wovon wir gerade berichtet haben, waren ja auch viel in sich geschlossene Gruppen, die schon existieren, die jetzt gar nicht darauf ausgelegt waren, jemand Neues da rein zu integrieren. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein wesentlicher Unterschied, wenn du schon eine bestehende Gruppe bist, die sich vielleicht auch schon als Gruppe versteht, dann funktioniert das Hybrid ja auch oft besser als die Integration von Neuen, weil da kommt, genau wie Lisa gesagt hat, diese Beziehungsebene mit rein. Und ich glaube, unser Learning ist, digital ist super, aber es ersetzt manche Dinge einfach nicht, ne? Also man braucht halt vielleicht nach wie vor beides. Gibt es noch weitere Gedanken, Ideen, Austausch, Wünsche? Ja, Julia. Ja, ich nochmal. Mir fällt jetzt nur was anderes ein, gerade so zu dieser Ebene oder zu dem Punkt, man muss klare Ziele definieren. Das auf jeden Fall. Ich will nur auch bestärken, sozusagen, gerade im Digitalen geht ja eben das Menschliche auch teilweise verloren. Und da machen wir es inzwischen so, dass wir auch Treffen für informelle Austauschrunden schaffen. Also es gibt also Online-Plattformen, auf denen man gemeinsam sozusagen malen kann oder so, ne? Also auch sowas zu ermöglichen oder die bewegte Mittagspause gemeinsam auch vor dem Rechner digital stattfinden zu lassen, worüber auch wieder irgendwie ein Kontakt zu Kollegen irgendwie stattfindet oder eben auch über Netzwerke hinweg, auch quasi im digitalen Raum Informelles irgendwie auch zuzulassen, weil auch darüber ganz viel stattfindet. Ich will halt das auch nochmal bestärken, dass wir nicht nur an Zielen digital arbeiten, sondern eben auch an Beziehungen sozusagen. Also da auch immer Zeit und Raum, gerade wenn neue dazukommen, irgendwie auch einzuräumen. Auch wenn es schwer ist, den Austausch mit einer Vorstellung manchmal zu beginnen. Manchmal ist es so wertvoll, weil man auch selber nochmal was Neues über den Kollegen lernt, woran er gerade sitzt oder so. Und da kann man dann später nochmal anknüpfen oder so, ne? Also, genau, nur ein Plädoyer. Also nicht nur an Zielen zu arbeiten, sondern auch Raum für andere Dinge manchmal eben auch zur Verfügung zu stellen. Man kann das ja planen. Absolut. Finde ich auch ein schöner Gedanke. Da fiel mir jetzt auch gerade ein, was wir auch ganz gerne gemacht haben, ist zum Beispiel, dass wir dann in Zweiergruppen gearbeitet haben und gemeinsam telefonisch spazieren gegangen sind. Also, dass man auch solche Methoden sich überlegt, zu sagen, wie kann ich denn auch mal weg vom Bildschirm kommen, aber trotzdem im Austausch mit einer Person sein. Und das fand ich zum Beispiel auch eine ganz, ganz tolle Idee. Und die Breakout-Sessions kennen ja auch mittlerweile jeder. Das sind ja auch ganz gute Möglichkeiten, eben um so einen kleineren Austausch zu kommen. Und dann kann man das ja auch den Rahmen sehr gut vorgeben und sagen dann halt eben 10 Minuten Kaffee trinken zum Einstieg, um einmal auf der informellen Ebene zusammenzukommen. Und danach gehen wir ins Arbeitsleben über. Das kann man, glaube ich, auch oder würde ich auch sagen, ist eigentlich eine goldene Regel, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich auch super wichtig, bei fast jedem Format am Anfang so eine Möglichkeit zu geben, dass jeder mal die sich entstummt und was sagt halt einfach. Ne? Und ist es in der großen Runde, je nachdem, wie viele Menschen in so einem Online-Meeting sind, ist das gut, also kann man es in der großen Runde machen, aber ansonsten auch in kleinen Gruppen, weil ich glaube, das kennt ja fast jeder, der Workshops macht. Man sagt ja immer, jeder muss am Anfang einmal was sagen, damit so ein bisschen die erste Hürde überwunden ist. Im Digitalen habe ich das Gefühl, ist es fast noch viel, also ist es noch schwieriger, weil noch mehr Distanz durch den Bildschirm oder auch die Kamera besteht oder auch die Kamera aus ist und man dann einfach sich mehr zurücklehnen kann und in eine Konsumentenhaltung sozusagen rutscht. Und wenn man aber am Anfang einmal sagt, jeder macht mal hier kurz das Mikro auf, sagt irgendwas, dann ist schon die erste Hürde erstmal hinter sich gebracht. Und ich habe vielleicht festgestellt, ach, die anderen sind ja genauso wie ich. Und deswegen auch, glaube ich, bei kurzen Formaten ist das total wichtig. Und auch da machen wir das bei irgendwie anderthalbstündigen Meetings, zu sagen, wir nutzen die ersten 10 Minuten in einer Kleingruppe, damit alle mal hier ins Reden kommen und sich dran gewöhnen können, wieder vor der Kamera zu sitzen.
Marion hat auch noch eingebracht, dass auch Energizer zwischendurch immer sehr wichtig sind, gerade auch um so als Icebreaker zu dienen. Ja, und halt eben auch Kaffeepausen zwischendurch. Bei Energizern bin ich, muss ich immer dazu sagen, das ist mein erster Impuls, da muss man auch immer gucken, wen man vor sich hat. Ich kenne da auch Gruppen, die würden mir das um die Ohren schmeißen, wenn ich mit Energizern ankomme. Aber ich kenne auch viele Gruppen, die das super finden und einfach sagen, sie haben da richtig Bock drauf. Und das finde ich ist auch nochmal unterschiedlich. Also vielleicht ist es auch eine Kulturfrage, aber in manchen Arbeitssettings vor allem ist das ja gar nicht geübt. Da muss man sich langsam rantasten und mit einfachen Energizern starten. Das heißt aber auch, dass man halt für digitale Meetings einfach auch mehr Zeit insgesamt einplanen muss, als man es vielleicht im Präsenz machen würde. Einfach weil es wichtig ist, dass man so eine verschiedene Methodenvielfalt hat. Und wenn man Methoden anwenden möchte, brauchen die natürlich auch ihre Zeit. Und ich glaube, das ist halt eben auch wichtig, dass man sowas mit einplant und nicht nur sag ich mal, auf die Arbeitsebene geht und sagt, jetzt machen wir A, B und C, sondern eben auch guckt, welche Austauschformate können wir denn anwenden und dann dauert es halt vielleicht mal eine halbe Stunde länger, aber dafür ist das Meeting insgesamt effektiver oder der Workshop oder was auch immer man hat. Dann teile ich nochmal meinen Bildschirm mit euch und wir zeigen euch mal unsere Wolken. Oh, der Learnings. Genau, da müssen wir jetzt gar nicht so direkt drauf eingehen, sondern die Präsentation werden ja hinterher auch einmal gezeigt. Das sind im Prinzip genau die Learnings, die wir nebenbei immer gezeigt hatten, was wir denken, was wichtig ist. Und halt eben auch, dass es halt eben auch wichtig ist, zu überlegen, welchen Grad der Partizipation möchte ich denn erreichen. Also es ist nicht immer, muss nicht immer das Ziel sein, zu sagen, ich will Top-Level haben, ganz oben, sondern es ist auch bei Partizipation völlig legitim, auch immer nur auf der untersten Ebene sich zu bewegen und dann dementsprechend eben auch die Methoden auszuwählen.